Das ist auch ein guter Freund von mir. Hallo Sammy. Ah, hi Sammy. Ich hab nichts mehr zu trinken. Hast du noch was? Nee. Ich spiele was aus. Oh, das ist aber nett, danke. Na klar. Hi. Hi. Willst du mir nicht die üblichen Fragen stellen? Was sind denn die üblichen Fragen? Ich so bin, was ich mache. Ja, bist du so? Was machst du so? Ich hasse diese Fragen. Was soll ich dir denn für Fragen stellen? Frag mich, wen ich hier kenne. Wen kennst du hier? Niemanden. Hab mich reingeschlichen. Einfach so? Mhm. Okay. Zwischen uns wird nichts laufen. Nein, 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 nein. Ich bin mit jemandem zusammen. Ja. Ja. Ich auch. Okay. Danke dir. Ja, und Fremdgehen finde ich echt blöd. Ich habe das mal erlebt und will das nicht nochmal erleben. Ja, Fremdgehen geht nicht. Ja, das ist zu blöd. Aber ab wann ist man untreu? Ich würde sagen, das merkt man dann. Wäre das schon untreu? Ich glaube nicht. Wie sieht's hiermit aus? Das geht noch. Das geht noch. Ja. Hm. Lass uns ein Spiel spielen. Okay. Wir verraten uns ein Geheimnis. Mhm. Etwas, was wir noch nie jemandem gesagt haben. Okay. Ja? Ja. Okay. Ich fang an? Ja. Ich hätte gerne, dass mich jemand ans Bett fesselt und dann mit mir macht, was er will. Das du. Okay. Ich mag den Fernsehturm. Du magst den Fernsehturm? Ja. Du magst den Fernsehturm? Mhm. Warum hast du das noch niemandem gesagt? Naja, weil das peinlich ist. Das ist peinlich? Ja, das erzählt man eigentlich nicht rum. Ich verrate dir hier mein Sexgeheimnis und du sagst, du magst einen Fernsehturm. Ja, ich wusste nicht, dass du von Sexgeheimnissen gesprochen hast. Ich dachte, irgendein Geheimnis. Aber ich kann dir vielleicht eins flüstern, wenn du magst. Okay. Ja. Julia. Julia, okay. Und du? Ich heiße Eivind. Eivind? Sag's nicht. Warum nicht? Weil ich dich dann auf Facebook finde. Oh, das stimmt. Ja, das wäre blöd. Klar, das wäre blöd. Ja. Hm. Ich gehe jetzt. Ja. Ich sollte auch gehen, oder? Ja.